Heute, meine Freunde, werden wir Ludo testen, der Feuerwürfelmagier. Und ich war mir echt nicht sicher, wie ich ihn ruhen möchte. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen was rumprobieren, ne? Ich habe ihn jetzt vorerst auf Speed Crit Rate Attack gebaut. Ungefähr so, wie ich immer mein Tableau gebaut habe. Mit Add Damage in den Artefakten so ein bisschen. Ja. Und auf Vio Broken erstmal. Ja, wahrscheinlich ist er auf Will und so nochmal ein bisschen besser. Auch, dass er nicht so ganz so anfällig ist, etc. Er ist jetzt noch nicht mega fast. Deswegen, da bin ich mal gespannt. Ich weiß selber noch nicht genau, wie ich ihn einsetzen möchte. Das wird so ein bisschen Try and Error jetzt. Wir gehen erstmal in den Gildenkampf. Belagerungskampf, meine ich. Und testen ihn in Forster Towern aus, würde ich sagen. So ein Standard Forster Towern, das ist kein Belagerungskampf. Wir können ihn ja einfach mal instant hier nutzen. Ich schätze, das geht voll in die Hose. Ich glaube nicht, dass er hier gut ist, muss ich tatsächlich sagen. Aber egal. Probieren geht über studieren, dann sage ich es da mal immer, ne? Und wir können es mit Molly versuchen für den Glanz, aber ich habe Angst vor der hier. Das ist das Problem. Aber egal. Vielleicht kann man ihn auch gut auf Nemesis bauen. Ist der so Wille-abhängig? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht unbedingt. Kommt drauf an, wie man ihn spielt. Also, achso, die Skills, die habe ich gar nicht vorgelesen. I'm sorry. First Skill von Ludo. Würfelt 2 Würfel, um das gegnerische Ziel 2-mal anzugreifen und fügt einen Effekt für 2 Runden anhand der jeweils gewürfelten Zahl wie folgt zu. 4, unwiderruflich. 5, Death Break, also Death reduzierend. 6, erhöht deine Chance auf einen Streifschuss. Du erhältst eine weitere Runde, wenn du die gleiche Zahl würfelst, ne? Und hat keine Skill-Up, sieht man aber, ne? Unlucky 7. Würfel 2 Würfel, um alle Gegner anzugreifen und betäubt sie für eine Runde. Wenn die Summe der Zahlen größer als 7 ist und verringert das Angriffstempo für 2 Runden, wenn die Summe der Zahl kleiner als 7 ist, du erhältst eine weitere Runde, wenn du die gleiche Zahl würfelst. Und die Passive, nochmal würfeln, würfelt ein Würfel zu Beginn des Kampfes und dann zu Beginn jeder Runde. Der Schaden, der dem Gegner zugefügt wird, wird dem Angriff bis zu 70% erhöht, wenn die Zahl der Würfel hoch ist. Und der Schaden, der vom Gegner zugefügt wird, wird gesenkt, wenn die Zahl der Würfel niedrig ist. Dieser Effekt akkumuliert sich nicht mit anderen schadenreduzierenden Effekten. Relativ interessant, oder? Ein Deathlead in der Arena. Da muss ich jetzt selber sagen, muss ich ein bisschen Try and Error machen. Ich habe jetzt gewürfelt, ist aber nichts passiert, weil nicht, ne, ihr wisst, was ich meine. Ist nicht so viel da passiert gerade so. Hat man aber gesehen. So, Bock. Okay, das war gut. Das ist uncool, dass gerade er wieder den Deathbreak abbekommt, ist ja klar. Er hat wieder gewürfelt und wir gehen jetzt auf den ersten erstmal, weil die sowieso betäubt sind, ne. Auf dem ersten haben wir nochmal die Chance, ein bisschen mehr Schaden, denke ich, zu machen. So, wir gehen erstmal auf sie. Pock, pock. Oh, wow, der Schaden ist gar nicht mal so bad. Und ich darf nochmal würfeln, guck mal da. Optimal. Zack. Und ich glaube, wenn ich ihn richtig verstehe, habe ich sogar das Potenzial zu cutten mit ihm am Anfang. Wenn ich richtig würfel. Das ist halt das Problem bezüglich der Würfelmagie. Wir machen mal den zweiten für einen Stun gegebenenfalls. Let's go. Bock. Okay, ein Slow. Und, und ich darf nochmal. Guckt euch das an. Das ist so cool. Ich finde Ludo echt nicht schlecht. Und das ist ein Monster, der irgendwie ein bisschen in der, im Balance-Patch ein bisschen untergegangen ist, muss man tatsächlich sagen. Zack, zusätzliche Runde, pock, pock. Und der Schaden ist dafür, dass er jetzt nicht auf Crit-Damage ist, sondern tatsächlich auf Crit-Rate und nur Add-Damage gar nicht schlecht. Machen wir dasselbe Spielchen nochmal. Auf jeden Fall nehmen wir Ludo mit. Dann nehmen wir einfach Molly mit für Sicherheit. Ne, ich würde eventuell noch Triana mitnehmen. Vielleicht ist sogar Triana hier jetzt gerade besser wegen den Skogul. Gut, wir müssen dran denken, der Vigor wird auf jeden Fall den Ludo angreifen. Wie hieß der Ludo? Ich hab Ludo oder Reno, ich bin mir da nie so sicher. Wir sind im Forster Tower. Also ich würde jetzt zur Control nochmal und für den zusätzlichen Deathbreak halt wahrscheinlich wieder Emily mitnehmen. Ich finde Emily in einem Forster Tower echt nicht verkehrt, muss ich halt echt sagen. So, er ist schneller, er hat leider nicht das funktioniert, was funktionieren hätte können, denke ich. Okay, das war gut, aber das Problem ist, ja, einen wird sie rausholen. Jetzt kann ich erstmal nichts machen. Also ich kann schon was machen, aber da passiert nicht so viel. Okay. Okay, das war jetzt uncool. So, Deathbreak. Okay, auf ihn immerhin. So, okay. Wir gehen auf den Stun. Let's go. Erstmal. Bam. Oh, optimal. Sehr schön. Wir gehen erstmal auf den Vigor dann, wenn wir schon mal die Option dafür haben. Ich muss nur aufpassen auf Enchanted Harmony. Genau. Vor allem auch, wo der Skogul noch den Stein oben hat. Ah, uncooler Proc. Oh, ein cooler Proc. Okay. Und er hat ja noch nicht die Skill-Ups. Das darf... Okay, dann machen wir nochmal. Er hat ja auch noch nicht die Skill-Ups, wollte ich sagen. Ne? Er könnte wahrscheinlich noch mehr drücken, hätte er Skill-Ups. Er hat ja keine.
Gut, gib mir jetzt mal deine Bar hier. Ich weiß, du wirst auf HRS gebaut. Ich habe nur 20 ACC, aber ist mir egal. Okay, immer ein guter Stun, aber... Ja, naja. Ich würde ganz gerne erst sie hier wegrangen. Kriegen wir einen Deathbreak? Schade, nichts. Oh, er braucht ACC. Wie viel ACC hat er eigentlich? Oh, darauf habe ich nicht geachtet beim Bauen. Shit. Okay, ich komme nochmal dran. Ich gehe nochmal auf den Stun, denke ich. Let's go. Ah, aber ich darf nochmal. Haha. Nochmal? Schade. Okay, okay. Das sieht aber jetzt ein bisschen besser aus, denke ich. Warte, das lasse ich mir immer nochmal frei. Oh, die Triana macht auch guten Schaden. Wie macht er jetzt hier? Zack, zack, zack. Guck mal, der macht fast so viel Schaden wie Triana, die auf Crit Damage ist. Das ist schon lustig, ey. Okay, jetzt ist das Stein oben. Ist das Stein oben? Wenn man hier oben, ey. So, und jetzt machen wir... Stun auf Skugul, genau. Und ein Proc. Awesome, Alter. Bam, bam. Wäre noch cool, wenn er strippen könnte auf dem ersten. Das wäre, aber ich glaube, das wäre zu broken, oder? Also die Chance hat zu stunnen. Nicht, dass er hundertprozentig, nicht stun. Ich rede vom Strip. So, stun. Nochmal. Ah, shit. Okay, nee, das hebe ich mir jetzt mal auf. Ich hoffe, er überlebt einen Stein. Okay, gerade so. Ja, das ist fein. Dann killen wir dich jetzt einfach. Bam, bam. Okay, nicht jetzt, aber jetzt. Bam, bam. Stun, schade. Okay, heilen wir mal hoch. Ich glaube, er ist ready, weil ich ihn penetriert habe, genau. Stun, let's go. Zack, ah, ich muss den, glaube ich, Deathbreak? Er braucht mehr ACC. Ich muss gleich noch gucken, wie viel ACC der hat. Scheiße, ich habe überhaupt nicht an die ACC gedacht. Aber das lief besser. Tatsächlich. Und wie viele Turns der ziehen kann. Ich glaube, der kann auch wesentlich mehr Turns ziehen. Man muss halt ein bisschen lucky sein, ne? 41 ACC, das sieht schon ein bisschen besser aus. Okay, machen wir mal weiter mit 4K. 4-Star-Devs. Ich habe hier noch ein paar andere, denke ich, die wir testen können. Hier würde ich es gerne noch testen, genau. Hier gehen wir jetzt aber ein bisschen anders rein. Und zwar gehen wir mit Clara, mit Ludo und mit... ich glaube, ich gehe tatsächlich mit Emily rein und gehe hier auf... Ich verzichte mal auf den Support. Und ich hoffe, ich bin schneller. Das weiß ich auch nicht. Okay, ich bin schneller, gut. Ja, das ist okay. Gib mir mal deine Bar hier, dass du gar nicht auf die Idee kommst, irgendwas zu machen. Dankeschön. Gut, Deathbreak auf Triana. Optimal. Wir haben Multi jetzt. Das darf ich nicht vergessen. Ich könnte theoretisch hier versuchen. Zack, zack, zack. Schade, kein Proc gehabt. Ein Proc wäre jetzt cool gewesen von dem. Also, ne? Wisst ihr, was ich meine? Weil ich habe auch, glaube ich, Dings nicht rausgehauen. Schade. Das war aber jetzt knapp. Hier, Rino. Knapper Rino. Okay, sie ist weg. Aber das ist nicht gerade das beste Ziel eigentlich. Okay, komm, Stun. Go. Bock. Ah, ein Slow nur. Okay, aber ich kriege eine weitere Runde. Deathbreak. Healblock, okay. Immerhin. Okay, jetzt aber. Deathbreak. Ah, Glancing, auch gut. Ah, die ist ready. Schade. Ah, und sie crittet Feuer. Ah, egal. Strip. Okay, gut. Ist fein. Ja, nee, das kein Stun. Okay, gut. Wir brauchen... Oh, guck mal, wie schnell er die already hätte. Oh, Deathbreaks drauf. Optimal. Schade, dass ich keinen Proc bekommen habe. Kriegen wir einen Stun nochmal hin? Ja, optimal. Wir haben Multi jetzt auf den. Das sollte reichen. Zack, zack. Deathbreak, okay. Sehr schön. Wir gehen auf den Stun. Erstmal. Pock, leider nicht dieselbe Zahl gewürfelt. Gut. Zack, zack. Und bop, bop. Alter, dieser Schaden ist echt nicht schlecht. Und er kann halt, wie gesagt, so viele Turns ziehen. Das ist halt das Coole. Und der ist so random. Das ist halt das Problem. Dass der so random ist, ist leider ein bisschen problematisch. Sie ist jetzt dead. Das ist aber fein. Wir gehen auf den ersten. Zack, zack. Ah, schade. Kein Proc. Zack, zack. Okay, cool. Cool, cool, cool. Geht sogar mehr oder weniger gegen MST. Okay, cool. Nicht schlecht. Nehmen wir Vigor? Ja, komm, wir nehmen einfach Vigor. So. Okay, wir haben jetzt... Doch, wir haben Strip. Guck mal da. So, zack. Boom. Okay. Leider nicht. Ja, ich mache erstmal das hier. So, das ist fein. So. Gib mir erstmal einen Stun auf den Retash. Schade, einen Slow bekommen. Nur ein Slow bekommen. Stun. Schade. Kein Healblock. Gib mir nochmal einen Deathbreak hier. Okay, optimal. Ah, na! Jetzt wurde ich gestunt. Ja, okay, das ist fein. Ich wollte sowieso den ersten auf dir machen. Also alles gut. Okay, zack, zack. Kein... Kriegen wir hier einen Stun, dass er nicht heilt? Ah, der wird jetzt heilen, ne? Ah, belastend, ey. Okay, Stun nochmal, komm. Ah! Der heilt nicht? Okay. Der heilt nicht? Dann ist er dead. Nee, ist er nicht. Er hat keinen Deathbreak mehr. Oh, komm, schon Proc. Ein Healblock. Ah, komm nochmal. Ah. Ja, Healblock bringt... Bringt der Healblock? Ja, doch, klar. Oh, oh. Oh, oh. Deathbreak. Deathbuff, meine ich. Zack. Okay, komm.
Ja, normal. Awesome. Reicht der zweite? Ich hoffe, der zweite reicht. Pock. Nein, der zweite reicht nicht. Okay, aber das reicht. Puh, aber das ist gut, ist gut, ist gut. Ich glaube, ich weiß nicht, macht er gerade mehr als die anderen? Das kann ich jetzt gerade irgendwie noch nicht so ganz beurteilen. Ich bin gleich mal gespannt, wie wir den Retash wegkriegen. Kriegen wir einen Deathbreak? Oh, nice, optimal. Und einen Heal-Block. Okay, der Heal-Block, der interessiert den Retash jetzt nicht, aber trotzdem. Und zack, weiter geht's. Pock, pock. Alter, not bad, not bad. Okay, den können wir killen, so. Awesome. Ich finde den nicht schlecht. Muss ich auch sagen. Ich finde den auch nicht schlecht. Ich stelle mir den sehr lustig in der Special League vor irgendwann. Ich würde den jetzt nicht unbedingt in der RTA so picken, weil er halt zu RNG ist. Das ist das Problem. Er ist einfach zu RNG. Ne? Aber so Forster-mäßig finde ich den jetzt auch nicht schlecht in der Offense halt, ne? Der kann auch bestimmt lustig sein in der Def tatsächlich, weil er halt so RNG-lastig ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Oh, der lebt noch. Er stirbt doch jetzt endlich. Wo noch? Wir könnten es ja mal hier gegen so einer Def benutzen, die tatsächlich derzeit immer noch populär ist. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber die existiert halt noch. Gucken, wie er sich hier schlägt. Da würde ich einfach mal Momo nehmen. Nochmal ein bisschen HP zu haben und hoffen, dass ich nicht Aua kriege. Okay, das ist fein. Ja, das ist jetzt schmerzhaft. Bitte resiste. Schade, das wäre gut gewesen. Okay, Stun, please. Irgendeinen. Ah, Stun kriegt er wenig durch, ne? Also der Stun ist nicht so optimal, muss ich tatsächlich sagen. Bei ihm. Okay, aber ich stun gut mit ihr gerade. Egal, ich will die auch weg haben. Deathbreak, awesome. Bitte, please, überleb noch. Okay, nice. Machen wir Schaden jetzt hier. Nice, Rise. Okay, die ist jetzt dead. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's tatsächlich lustig. Okay, Deathbreak, please. Bock, bock. Glancing ist auch fein, aber mal weiter. Okay, ist in Ordnung. Heal-Block kann sich nicht heilen, aber das Problem ist, wenn er krittet, bin ich trotzdem dead. Okay, ich bin nicht dead. Okay, du musst jetzt procken und musst den Deathbreak da wegkriegen, okay? Please, stun jetzt mal. Stun ist nicht so deine Stärke, hä, auf dem zweiten. Da macht Tablo das Stun ein bisschen besser. Au. Autschi. Der Stun war ungefähr Proc. Ah. Ja, das ist fein, das ist fein, das ist fein, das ist fein, das ist fein. Genau deswegen. Aber er ist dead. Also die Perna ist dead. Zack, zack. Bock, bock. Sehr schön. Kriegen wir einen Stun. Stun meine ich. Deathbreak. Hier, jetzt Stun. Jetzt Stun mal. Der hat noch nie gestunnt mit dem, oder? Der macht immer nur den Slow. Habe ich was verstanden? Macht er erst Slow, bevor er Stun macht oder so? Ich weiß nicht. Muss ich gleich nochmal gucken. Aber ich glaube, das ist halt Luck, ne? Was er macht. Es liegt halt an der Würfelzahl. Also an die Augen der Würfel, was er macht. Immer da Deathbreak. Deathbreak landet der extrem gut auf dem ersten. Das muss man sagen. Aber was halt irgendwie ein bisschen doof ist, ist der Stun. Der Stun ist so ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, was haben wir denn noch? Wir könnten sie nehmen und ich nehme noch zusätzlich einfach, um ein bisschen safer zu sein, die Triana mit rein. Okay, das ist okay. Aber ich habe auch noch nie... natürlich prockst du. Natürlich prockst du, natürlich. Was anderes hätte ja gar nicht sein können, ne? Komm, jetzt stun mal den Kamun da oder irgendein. Low, go. Ja, danke, Alter. Du hast mal gestunt, ungeprockt. Awesome. Bock, bock. Leider haben wir ein Glancing drauf. Ah, wir kriegen noch einen Turn. Awesome. Noch ein Turn. Okay, das ist die Revanche hier. Die Revenge von dem. Oh, nee, jetzt pockt die auch. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Stopp. Na, no, jetzt haben wir das auch noch drauf. Nein. Ich brauch Stunts. Ah, Reperino. Oh, Reno Solo, pass auf. Er muss ja nur ein bisschen procken hier. Okay, so viel zum Thema procken. So viel zum Thema. Machen wir nochmal, das war unfair, Mann. Ich hasse es. Wenn Odins so hart procken. Ja, okay, jetzt geht er auf Momo. Und der prockt schon wieder, der Affe, ey. Hör doch mal auf, ey. So, Deathbreak. Boom. Nirgendwo. Optimal. Stun. Okay, wieder Kommun, ist fein. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Jetzt muss ich irgendwie auf den gehen. Aber der Proc danach war nochmal gut. Da muss man sagen. So, oh, Sleep. Gut. Glancing ist da, aber jetzt weg. Nochmal ein Proc, schade. Okay, zeig, was du kannst. Proc. Ah, oh, au. Ah, warum procken die alle so? Ah, oh, ich lebe noch. No. Nein. Kriegen wir jetzt mal einen Deathbreak auf den. Nice, geht doch. Jetzt machen wir Damage hier. Pock, pock. Schade. Pock, pock. Natürlich, wir könnten ihn auch nochmal... Oh! Nochmal probieren in... in Bezug auf... Mit Attack Buff und so ein Kram, ne? Das ginge theoretisch gesehen auch, aber...
Ja, ich weiß. Oh, er hat mal gestunt und zwar bei Optimal. Das erste Mal, ey. Dass er das geschissen bekommen hat mit dem Stun auf dem zweiten. Die Bastard hat auch richtig Bock, ey. Kriegen wir den da überhaupt weg? Wenn wir Deathrack landen, vielleicht irgendwann mal. Dann haben wir gute Chancen, den vielleicht wegzubekommen. Machen wir Damage. Okay, nicht so viel Damage. Machen wir Deathbreak da. Aber ein Proc auch gut, Deathbreak. Mein Gott. Lande doch einfach mal einen Kack Deathbreak. Hast du das sonst eben? Ich habe dich doch eben noch gelobt, aber ich lande generell kein Nix auf den. Ne? Vielleicht ist, ich weiß nicht. Ich guck mal gleich an, wie viel ACC, wie viel Rest der hatte. Der Kamun. Das interessiert mich gerade. Dann gehen wir halt erst auf Bastard. Mir egal. Mir egal, machen wir Schaden da. Bub, bub. Da mache ich mal den Attack Break weg für den Schaden halt. So, let's go. Okay, nice. Nochmal. Pock, pock. Awesome, nochmal? Schade. Aber egal, die ist dead. Mit Momo jetzt, ne? Ja. Gut, jetzt noch der hier. Ich hätte... Okay, die trifft, komischerweise. Gut, ich habe einen Attack Break drauf, da kommt jetzt nicht so viel rum. Aber die Procs sind wieder uns. Ich möchte gerne einen Death Break haben. Okay, nochmal. Okay. Ey, guck mal, die Kombination mit Momo ist ja richtig stark, Alter. Die kriegt die ganze Zeit Stacks. Ich meine, ich bin jetzt voll mit den Stacks. Habt ihr das gesehen? Dadurch, dass er die ganze Zeit geprockt hat. Lol, das ist ja eigentlich gar nicht so kacke. Warte mal, hat er 100 Rest? 28 Rest und ich treffe nichts, Alter. Ja, wir können Petar mit reinnehmen in der Regel. Und ich hätte jetzt gerne noch... Ja, Momo wieder. Momo hat richtig gut, war richtig gut. Ich krieg die ganze Zeit passiv Stacks hier. Wenn Momo mit dem Spiel ist. Das ist richtig cool. Das ist echt nicht schlecht. Okay, er kriegt die Bombe. Schon uncool. Aber das ist fein. Das ist fein. Weil wir jetzt das hier machen einfach. Swoop. So, mein Freundchen. Der hat da by the way auch noch nie geprockt. Dann gehen wir mal auf Gianna erstmal, ne? Bock, bock. Vielleicht kriegen wir nochmal ein paar Stacks. Schade. Okay, das ist fein. Kriegen wir hier Damage schon mal drauf. So, das ist okay. Machen wir Damage. Bam. Ich weiß gar nicht, wie viel. Die Animation, die sagt nö. Die Animation sagt nö. Okay, das ist fein, das ist fein. Alles fein, alles in Ordnung. Ich gehe auf den ersten hier, tatsächlich. Ah, nur ein Heal-Block. Aber ich kriege einen Proc. Und guckt, seht euch das an. Ich kriege die ganze Zeit Stacks für Momo deswegen. Das riecht gut. Und der kann ja super viele Turns ziehen. Das ist ja das Krasse. Okay, vielleicht hätte ich da jetzt auf den Stun gehen sollen. Ah, ist noch fein. Stun. Schade. Okay, jetzt gehen wir mal auf den Stun. Nice. Ich hoffe, der prockt nicht raus. Gut. Awesome. Kriegen wir einen Stun? Der hat, by the way, noch nie geprockt bei mir. Habe ich den überhaupt auf Vio will? Bin mir da gar nicht so sicher, auf was ich den habe, ey. Der hat noch nie geprockt, der Peter. Machen wir Deathbreak weg. Swap. Kriegen wir einen Deathbreak drauf vielleicht jetzt? Das wäre cool. Nee, leider nicht. Okay. Damage, Pock. Tschüss. Okay, cool. Cool, 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 cool. Okay, erstmal nicht. Da auch nicht, aber diesmal resisted. Das ist fein. Jetzt, ja, das wäre wegen Deathbreak, aber das ist okay. So, jetzt haben wir Wille oben. Ist die Wille oben, wenn man die schloben? Jetzt geht's dann. Schon wieder slow. Okay, ich gehe mal erstmal auf den Raub. Okay, okay. Deathbreak, please. Ah, auf den falschen. Okay, dann gehe ich jetzt hier. Ja, ja, der. Ja, nee. Ja, nee. Kein Proc, aber ich kann sie killen, denke ich. Ja. Nicht das, was ich zuerst killen wollte, aber okay. Oh. Momo Showcase wieder, ey. Momo tut sich immer dazwischen quetschen. Komm jetzt hier. Proc ein paar Mal. Ah, ja, jetzt nicht. Der eine Kampf war gut zu sehen, wo er so wirklich häufig hintereinander geprockt hat. Da war es echt ein bisschen besser zu sehen. Aber okay. Also ich finde, er ist lustig. Ist halt ein Spielzeug, ist ein Fun-Toy, ne? Hier mit dem Deathbreak und den Stunts und so. Aber er haut guten Schaden raus. Dafür, dass er keine Skill-Ups hat, muss man schon sagen, haut er echt guten Schaden raus. Also ich kann ihn mir echt lustig vorstellen. Ich finde ihn jetzt auch nicht bad oder so, muss ich sagen. Aber gut, ich bin durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.